Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Corona dominiert noch immer unseren Alltag und obwohl ja mittlerweile auch schon einige Lockerungen in Kraft getreten sind, ist es doch eigentlich immer noch am besten, wenn man zu Hause bleibt oder zumindest mit seinem Haushalt zusammenbleibt und nicht sich mit so vielen Leuten trifft oder sonst was macht. Und dazu habe ich einen passenden Booktag gefunden. Ja, diese Überleitung, krass. Ich habe auf der Suche nach Ideen für dieses Video, das heutige Video, nach Booktags gesucht. Und der erste Tag, der mir angezeigt wurde, ist der Stay-at-Home-Booktag von Princess of Paperbag. Das ist eine amerikanische YouTuberin, glaube ich. Ich glaube, sie kommt aus Amerika. Ich bin mit Akzenten nicht so gut, also ich konnte es jetzt nicht am Akzent erkennen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine amerikanische YouTuberin, die sich eben diesen Tag ausgedacht hat und der auch ja sehr groß ist. Und da gibt es sehr viele amerikanische YouTuber, die irgendwie diesen Tag machen. In Deutschland habe ich den jetzt nicht gesehen und konnte ihn auch nicht wirklich finden. Was vielleicht aber daran auch liegt, dass es ein englischer Name ist. Und wenn ich da jetzt einfach die Suchergebnisse auf YouTube durchscrolle, dann sehe ich ja nicht direkt, ob es ein deutsches Video ist oder nicht. Ich mache den jetzt auf jeden Fall auf Deutsch. Ich habe mich bemüht, das eigentlich so irgendwie ja, sinngemäß zu übersetzen. Bei manchen habe ich es jetzt einfach sein gelassen, weil es auf Deutsch einfach irgendwie sonst keinen Sinn macht. Und das war jetzt genug Gelabere. Jetzt geht's los mit dem Stay-at-Home-Book-Tag. Der erste Punkt ist im Bett bleiben. Ein Buch, das du an einem Tag gelesen hast und an einem Tag lesen könntest. Ja, und da habe ich mir rausgesucht von Ursula Poznanski Thalamus, einer ihrer Jugendthriller, wenn man Erebos 2 weglässt, auch der neueste. Da kommt ja jetzt bald noch einer raus, Ende des Jahres, aber Thalamus ist so der aktuellste. Und dieses Buch habe ich nicht an einem Tag gelesen. Ich hätte es aber an einem Tag lesen können. Ich glaube, ich habe es an zwei Tagen gelesen, weil ich am Ende dann doch so müde war. Und es hat mir wirklich gut gefallen. Ihr wisst, dass ich Ursula Poznanski liebe und dass ich alles von ihr lese. In diesem Buch geht es um Timo, der einen Motorradunfall hat und deshalb irgendwie nicht mehr richtig sprechen kann und auch noch irgendwie andere ja, Sachen deshalb nach sich zieht. Und der muss halt deshalb in eine Klinik. Ja, und da ist aber nicht alles so, wie es scheint und alles ist ganz mysteriös. Denn nachts kann zum Beispiel sein Zimmergenosse, der eigentlich im Koma liegt, mit ihm reden und sich bewegen. Und ach ja, ganz viele mysteriöse Sachen. Ganz tolles Buch, klassisch Ursula Poznanski. Hat mir richtig gut gefallen und das Buch sieht auch noch wunderschön aus. Hätte ich an einem Tag lesen können, habe ich auch fast, aber leider nicht. Beim zweiten Punkt war das ein bisschen schwieriger, den zu übersetzen. Ich habe es jetzt mal übersetzt mit andauernd snacken oder andauernd futtern. Ein Guilty Pleasure Buch. Ja, und da habe ich ein Buch, wo viele von euch jetzt vielleicht sagen, was? Du besitzt so ein Buch? Ja, ich besitze die Filmausgabe von Der Herr der Ringe, Die Gefährten und auch von den anderen beiden, Die Zwei Türme und Die Rückkehr des Königs, besitze ich die Filmausgabe. Ich besitze die ganze Trilogie in Filmausgabe. Und warum ist das jetzt ein Guilty Pleasure Buch? Ja, ich habe überlegt, Guilty Pleasure sind ja eigentlich so Bücher, so, keine Ahnung, irgendwelche so Groschenromane oder so, würde ich jetzt tendenziell eher darunter selbst rechnen. Aber da ist mir von, ja, von der Geschichte her kein Buch eingefallen und deshalb ist dieses Buch hier drauf wegen dem Cover. Denn ihr wisst, ich hasse Filmcover eigentlich, aber diese hier finde ich so wunderschön. Ich liebe auch die Herr der Ringe Filme, vielleicht liegt es auch mit daran. Vor allem das hier vom ersten Band ist super schön, deshalb habe ich das jetzt hier auch hochgehalten. Zu der Geschichte muss ich ja, glaube ich, an sich nicht viel sagen. Ja. Die Ur-Fantasy-Geschichte überhaupt, so die der Ursprung der High-Fantasy, oder zumindest das bekannteste, was es da auch gibt. Ein ganz tolles Buch, auch wenn Tolkiens Schreibstil etwas anstrengend ist, wie ich finde, aber es macht trotzdem Spaß, das zu lesen. Und diese Ausgabe ist meine Guilty-Pleasure-Ausgabe, denn es ist ein Filmcover. Tja, so ist das. Nächster Punkt. Netflix. Eine Buchreihe, eine Serie, die du unbedingt anfangen möchtest. Ja, und da habe ich mir rausgesucht Die Elfen von Bernard Hennen. Das ist ja der Beginn dieses Elfenzyklus. Also ich glaube, die sind alle für sich eigenständig. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es gibt da ja auch verschiedene Reihenfolgen und bla bla bla. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall der Beginn einer ja, Reihe über eben ein Elfenkönigreich. Wow, da ist sogar eine Karte drin. Ist mir noch nie aufgefallen. Und ich besitze dieses Buch schon etwas länger. Ich weiß auch gar nicht, wie lange. Aber ich habe immer mal vorgehabt, das zu lesen. Aber es ist halt echt dick und ja, auch High Fantasy, aber Elfen finde ich echt cool und ich wollte halt unbedingt mal was von Bernard Hennen lesen, ist ja auch ein deutscher Autor, also ja, was will ich mehr, also ich möchte die Reihe unbedingt mal anfangen. Ich habe jetzt auch extra mal geguckt, dass ich eine Reihe raussuche, die ich
ja noch nicht so oft in die Kamera gehalten habe. Wobei es auch echt schwierig ist. Ich habe gar nicht so viele nicht angefangene Buchreihen oder erste Bände. Aber das ist eins davon und das möchte ich unbedingt lesen. Die Elfen von Bernard Hennen. Achso, habe ich gesagt, worum es geht? Also es ist eine High-Fantasy-Geschichte und es geht um zwei Elfen, die... Weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung, worum es geht. Ist auch egal. Machen wir weiter und zwar mit Animal Crossing. Ein Buch, das du wegen dem Hype gekauft hast. Animal Crossing habe ich leider nicht, denn ich besitze keine Nintendo Switch. Aber ein Buch, das ich wegen dem Hype gekauft habe, ist... Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Das habe ich mir ja gekauft, da war der Hype eigentlich schon wieder vorbei, aber ich habe dann irgendwie zu der Zeit, als ich mir das Buch dann gewünscht habe, ich habe es glaube ich geschenkt bekommen. Habe ich es geschenkt bekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe es geschenkt bekommen. habe ich mir dann ganz viele Videos darüber angeguckt und dann mir es doch gekauft, oder beziehungsweise mir schenken lassen, weil es dann eben auch ein Taschenbuch gab und es ein bisschen günstiger war und es ist ein grandioses Buch. Es geht um eine Gruppe von Freunden, und später sind im Fokus nur noch, ja, sind eigentlich nur noch zwei wirklich im Fokus von denen. Ja, vier junge Männer, die wir halt eben begleiten. Vom College bis hin zum Erwachsenenalter. Und es ist sehr aufwühlend, sehr mitreißend. Es ist ein wirklich grandioser Roman. Ich weiß gar nicht, kann man da viel drüber sagen? Es ist eigentlich schön zusammengefasst, wie es hier hinten drauf steht. Ein wenig Leben handelt von der lebenslangen Freundschaft zwischen vier Männern, die sich am College kennengelernt haben. Ein mit kaum fasslicher Dinglichkeit und Schönheit erzähltes Epos. Und ich finde, das fasst das irgendwie richtig gut zusammen. Ein ganz, ganz tolles Buch. Und ja, das ist ein Buch, was ich mir wegen dem Hype gekauft habe. Auch wenn der Hype schon wieder vorbei war, als ich es gelesen habe. Aber trotzdem zählt's. Dann, der nächste Punkt. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe 4 und 5 vertauscht. Ist ja auch egal. Punkt 4... Eigentlich jetzt Punkt 5, aber das ist Deep Clean. Gründlich sauber machen. Ein Buch, das schon ewig auf deinem Sub ist. Und da habe ich jetzt eins. Das ist schon so lange auf meinem Sub, dass ich gar nicht mehr weiß, wie lange. Und zwar Arthur und die Käsediebe, die Monster von Rattingen. Ich glaube, dieses Buch habe ich geschenkt bekommen, als ich so... Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich war auf jeden Fall klein. Es ist auch ein Buch für jüngere Leser, auf jeden Fall. Das ist auch illustriert hier teilweise. Also es ist echt schön aufgemacht und der Illustrationsstil ist auch eigentlich echt süß. Ich weiß nicht, warum ich dieses Buch nie gelesen habe. Ich glaube, es hat mir einfach damals nicht so zugesagt. Ich wollte dieses Buch auch nur haben, denn das Buch heißt Die Monster von Rattingen. Und ich komme ursprünglich aus einer Stadt, die Ratingen heißt, also ein T weniger. Ja, und das fand ich irgendwie so eine coole Idee, dass es halt so ähnlich klingt wie meine Heimatstadt und deshalb wollte ich es damals haben. Hab's aber nie gelesen. Also, wobei ich glaube, ich habe es damals angefangen, aber es nie zu Ende gelesen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was ewig auf meinem Sub ist und ich halt aber auch immer noch nicht aussortieren will, weil ich mir denke, das lese ich bestimmt irgendwann mal, weil es ja auch echt sehr dünn ist. Kann man bestimmt super schnell weglesen. Und ich hatte es auch gar nicht so auf dem Schirm, bis ich da jetzt letztens mein Bücherregal umgeräumt habe und es mir wieder in die Hand fiel. Ich dachte, ach ja, das habe ich ja auch noch. Weiter geht's mit Produktivität, Punkt 6. Ein Buch, das einen Einfluss auf dich hatte oder von dem du etwas gelernt hast. Ja, da habe ich mich jetzt für ein Buch entschieden, was auch ein untypisches Buch ist. Und zwar... Kann man mal machen, von mir relativ egal. Das ist eine YouTuberin und ich stehe so YouTuber-Büchern eigentlich eher so, ja, schwierig gegenüber. Also es ist vor allem, es ist jetzt irgendwie ein Roman oder so, aber das ist so ein, ja, was ist das überhaupt für ein Buch? Es ist so ein Lebensratgeber, es ist kein Ratgeber. Sie beschreibt halt einfach so Dinge, die sie so erlebt hat, Dinge, die so sie für wichtig hält, wie sie, Dinge, die sie für sich im Leben, in ihrem Leben verändert hat und... Ja, ich folge ihr schon relativ lang, also schon einige Jahre und dann habe ich halt gesagt, komm, jetzt kaufst du es dir mal, das kostet auch nichts, das kostet 12 Euro. Und ich gesagt, komm, dann kaufe ich es mal, unterstütze ich sie mal und hat mich auch wirklich interessiert, was sie daran schreibt. Sie hat doch einen echt coolen Podcast. Dann dachte ich, gut, also los geht's, ich lese es mir mal durch. Und ihr seht, ich habe echt einiges markiert. Und die Sache, die ich aus diesem Buch gelernt habe, ist, das klingt jetzt vielleicht banal, aber ich finde, das war eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, die ich gewonnen habe. Wenn ich auf etwas keinen Bock habe, dann soll ich es einfach nicht machen. So als Beispiel irgendwie, ich bin mit Freunden verabredet und ich habe aber eigentlich überhaupt keine Lust.
gehe dann halt aber vielleicht trotzdem hin und bin aber irgendwie den ganzen Abend nur genervt, weil ich eigentlich lieber ins Bett liegen würde oder mir geht's vielleicht noch nicht so gut. Und anstatt dann halt einfach hinzugehen, soll ich halt einfach, kann ich halt auch einfach ehrlich sein und sagen, hey Leute, ist heute nicht mein Tag, seid mir nicht böse, oder sind sie ja auch nicht, sind ja nun mal meine Freunde. Ich bin heute raus, aber gerne nächstes Mal. Und das ist zum Beispiel eines dieser Sachen, die ich hier irgendwie mitgenommen habe aus diesem Buch, was ja eigentlich total logisch ist. Aber irgendwie habe ich da nie so wirklich drüber nachgedacht. Und deshalb kann man mal machen, von mir relativ egal, doch ein bisschen was bei mir verändert. Und ich habe durchaus was gelernt. Ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen. Es ist echt ein gutes Buch. Also, ich kann es nicht jedem empfehlen, nein. Das ist, sie ist Mitte 20 und sie schreibt das halt auch für so mit 20-Jährige. Also es ist jetzt, ich glaube, 16-, 17-Jährige könnten das vielleicht auch noch lesen, aber Leute ab 40 oder so würde ich es jetzt eher nicht empfehlen, weil haben die diese Sachen, das ist halt einfach ein komplett anderer Bezug. Es ist halt auch eine gewisse Leichtigkeit noch so in dem Leben, was sie hier so beschreibt und wie sie das so beschreibt. Ja. Das ist einfach so ein bisschen, nicht Leichtigkeit, vielleicht Naivität. So, bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, machen wir weiter mit dem nächsten Buch, FaceTime. Ein Buch, das du geschenkt bekommen hast. Ja, und da habe ich ja gerade schon gesagt, hier, ein wenig Leben habe ich geschenkt bekommen und ansonsten bekomme ich echt wenig Bücher geschenkt. Das ist mir aufgefallen, ich bin mal meine Liste durchgegangen und es waren echt nicht so viele. Dann habe ich mal geguckt, es waren sehr viele Bücher von diesen, die ich geschenkt bekommen habe dabei, die ich immer in die Kamera halte und schon ziemlich oft. Und deshalb wollte ich jetzt mal ein Buch raussuchen, was ich, glaube ich, noch nie gezeigt habe, außer einmal. Und zwar in meiner 20 für 2020 Challenge, was ich auch nicht direkt geschenkt bekommen habe, sondern ich habe einen Gutschein für die Meiersche Buchhandlung geschenkt bekommen und von dem habe ich mir dieses Buch unter anderem gekauft. Und das ist Die Farben der Magie von Terry Pratchett, nicht zu verwechseln mit Vier Farben der Magie von V.E. Schwab. Das ist der, ja, keine Ahnung, der erste Roman zur Scheibenwelt-Reihe. Es ist, glaube ich, der erst erschienende. Und da gibt es ja auch ganz viele Reihen und so weiter in dieser Scheibenwelt, in diesem Universum und man kann da, glaube ich, an verschiedenen Ecken anfangen. Ich habe da mal so eine Übersicht gesehen, in welche Reihenfolge man die lesen kann. Total durcheinander. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist ein witziges Buch, glaube ich, über einen Menschen in dieser Scheibenwelt eben. Also ich glaube, das ist bekannt, was das ist. Ich wollte das halt unbedingt mal lesen und ich finde diese neue Ausgabe auch echt cool. Vor allem hier sind so, wie heißt das, Profile auf den Buchrücken drauf. Und wenn man dann alle Scheibenwelt-Romane in dieser neuen Ausgabe hat, dann hat man halt so ein Bild im Regal. Und das fand ich eigentlich eine echt schöne Idee. Und deshalb, ja, Terry Pratchett, Die Vier Farben der Magie, ein Buch, was ich indirekt geschenkt bekommen habe und auch noch dieses Jahr lesen will, denn es steht ja auf meiner 20 für 2020 Challenge. Als nächstes eine Frage, die irgendwie wenig mit Büchern zu tun hat, aber hey, Self-Care, was hast du zuletzt gemacht, um für dich selbst zu sorgen? Ja, und das ist jetzt ein bisschen schwierig, also ich bin generell eher ein Mensch, ich kümmere mich schon relativ gut um mich selbst, würde ich so sagen, aber eine Sache, die ich jetzt angefangen habe, ich habe angefangen, Sport zu machen. Ich bewege mich auf jeden Fall mehr so und versuche ein bisschen darauf zu achten, dass ich mich ein bisschen bewege wegen Corona, weil man ja sonst nicht so viel rauskommt und halt auch einfach nicht sich sonst so viel bewegt. Und das ist so einer der Punkte, die ich aktiv gemacht habe, um ein bisschen auf mich aufzupassen. Aber sonst ist mir da jetzt nichts eingefallen, was so ich verändert habe. Keine Ahnung. Ist auch egal. Und der letzte Punkt ist ein Bonuspunkt. Ein Buch, das demnächst rauskommt. Ja, das soll ich erwähnen, um halt eben Wirtschaft anzukurbeln, was man vielleicht beim Autor oder so bestellen kann oder in einer lokalen kleinen Buchhandlung, was man da vorbestellen kann. Ja, das fand ich ein bisschen schwierig, weil ich bin bei diesen ganzen Neuerscheinungen, da bin ich echt nicht gut informiert. Ich wollte eigentlich den dritten Band von Kleine Iris, dieser Reihe von David Grund, falls die einer von euch kennt, da hatte mir der Autor mal den ersten Band zur Verfügung gestellt. Da kommt jetzt dieses Jahr irgendwann noch der dritte Band raus. Weiß ich nicht, ich habe da keine Infos mehr zu gefunden. Auf Amazon steht das nur, dass der irgendwann mal rauskommt in seiner Autorenbiografie, aber auf seiner Website steht dazu nichts. Und ich habe jetzt so spontan ihm auch keine E-Mail geschrieben, weil wer weiß, wann er mir geantwortet hätte. Ich wollte jetzt das Video drehen, deshalb das nicht. Und deshalb habe ich ein Buch, wovon ich weiß, dass es rauskommt. Also das ist der einzige Bücher, von dem ich weiß, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Und das ist
Im Sturm der Echos, der vierte Band der die Spiegelreisende-Reihe, ich hoffe, ich blende es euch hier ein, von Christelle Dabot. Eine Reihe, die ich unfassbar liebe, wirklich unfassbar doll. Ich habe die Verlobten des Winters so durchgesuchtet und richtig schnell auch gelesen, bin am nächsten Tag direkt in die Buchhandlung und habe mir den zweiten Band geholt und jetzt warte ich auf den dritten Band. Also den dritten Band gibt es schon, aber ich habe ihn mir halt immer noch nicht gekauft. Und ja, ich will halt auch nicht weiterlesen, weil kennt ihr das, wenn ihr so eine Reihe habt, die ihr unfassbar doll liebt, aber halt auch irgendwie, dann ist es halt auch irgendwie, ihr kommt zu dem Ende näher und das ist auch immer schwierig. Ich möchte aber dieses Jahr beide Bände noch lesen. Das Geheimnis von Babel oder das irgendwie so ähnlich. Das Gedächtnis. Ich glaube, der dritte Band heißt das Gedächtnis von Babel. Und im Sturm der Echos stehen beide auf meiner 20 für 2020 Liste, auch wenn ich beide noch nicht hier habe. Aber die möchte ich unbedingt lesen dieses Jahr und werde ich auch auf jeden Fall noch dieses Jahr lesen. Das ist so das Buch, von dem ich weiß, dass es dieses Jahr rauskommt. Und das war's jetzt. Ich bin den ganzen Tag durchgegangen. Ich finde den Tag eigentlich richtig cool. Hat echt Spaß gemacht, da Bücher rauszusuchen und die Fragen zu beantworten. Fühlt euch auf jeden Fall auch getaggt. Ich tagge wie immer jetzt nicht irgendwie ein spezifisches, sondern ich sage einfach, wenn ihr Bock habt, macht diesen Tag. Macht den auch gerne für euch privat. Ich finde es auch, als ich noch nicht Booktube gemacht habe, habe ich auch immer mal wieder so Tags einfach nur für mich gemacht, weil es einfach witzig ist, wenn man viele Bücher hat, das so rauszusuchen. Das macht auch irgendwie Spaß. Also macht es doch auch gerne für euch. Wenn ihr einen Booktube-Kanal oder einen Bookstagram-Account oder wie auch immer habt, dann macht den Tag auch sehr gerne. Verlinkt mich vielleicht. Verlinkt Princess of Paperback. Die hat sich immer den Tag ausgedacht. Genug geredet. Mein Mund ist schon ganz trocken. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Tag so fandet oder wie ihr Tag so generell findet. In letzter Zeit habe ich so das Gefühl, mache ich voll viele Tags. Ich habe auch noch ein paar in Planung, also da kommen auch noch mehr Tags. Wenn ihr jetzt sagt, Tags finde ich total doof, dann muss ich vielleicht meine YouTube-Videoplanung ein bisschen umschmeißen. Mal gucken, ist auch egal. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen. Bis dahin.